Liebe Ingolstädterinnen und liebe Ingolstädter, eine der wichtigsten und sozialsten Aufgaben, die eine Kommune hat, ist die Bereitstellung von hochwertigen, aber auch bezahlbaren Wohnraum für sozial Schwache. Die Stadt Ingolstadt hat hierzu eine GWG gegründet, eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, die erst im vergangenen Jahr ihr 80-jähriges Bestehen gefeiert hat. 80 Jahre und derzeit 6.700 Wohnungen für unsere Ingolstädter Bevölkerung. Das sind etwa 10% des Ingolstädter Wohnungsbestandes, die diese GWG verwaltet. Alle Wohnungen sind vollständig saniert und haben im Schnitt bei den Sozialwohnungen einen durchschnittlichen Quadratmetermietpreis von 4,72 Euro. Es ist aber so, dass die Stadt Ingolstadt deutlich wächst und gerade auch in diesen Tagen durch die Flüchtlinge natürlich nochmal einen Zustrom bekommt. Und es ist wichtig, dass wir hier für die Zukunft gut gerüstet sind. Und deswegen habe ich die GWG gebeten, ein Sonderbauprogramm Ingolstadt 2020 aufzulegen. Dieses Sonderbauprogramm Ingolstadt 2020 bedeutet, dass die GWG bis zum Jahr 2020 1.600 Wohnungen zusätzlich bauen muss. Das bedeutet, auf den Grundstamm von 6.700 Wohnungen derzeit, dass sie etwa 25% nochmal obendrauf zusätzlich bauen muss. Das ist eine Herkulesaufgabe für unsere GWG und ihre Mitarbeiter, denn bislang war ja nur geplant 600 bis 800 Wohnungen bis zum Jahr 2020. Wir brauchen aber mehr, denn für die sozial Schwachen, für die jungen Familien, für die Studenten und die Azubis brauchen wir Wohnraum, den sie sich leisten können. Ich bekomme jede Woche Briefe, die mich bitten, in Ingolstadt eine Wohnung bereitzustellen bzw. bei der Wohnungssuche zu unterstützen. Diese Briefe schildern mir dramatische Situationen und ich leite diese Briefe auch immer sehr schnell und sehr gerne an die GWG weiter und bitte die GWG, hier tätig zu werden. Es ist aber so, dass die Stadt Ingolstadt trotz ihrer wirtschaftlichen Prosperität einen relativ satten Sockel hat an Personen, die solche Wohnungen suchen. Derzeit sind es über 1.000 Menschen, die in Ingolstadt eine GWG-Wohnung suchen. Das sind Personen, die teilweise schon in anderen GWG-Wohnungen sind bzw. gerne zu uns ziehen würden. Und ich bin der Meinung, dass es die wesentliche Aufgabe einer sozialen Kommune ist, dass sie auch hierfür entsprechenden Wohnraum zur Verfügung stellt. Eine Stadt darf nicht nur wirtschaftlich erfolgreich und stark sein, sondern sie muss gleichzeitig auch die gleiche Stärke im sozialen Bereich haben. Und deswegen wollen wir dieses Wohnbauprogramm bei der GWG auflegen. Darüber hinaus habe ich Bürgermeister Albert Wittmann, der für die Liegenschaften zuständig ist, gebeten, auch noch entsprechende Grundstücke auszuweisen, damit nicht nur sozial Schwache, sondern viele junge Familien und Ortsansässige ebenfalls Bauland bekommen, um selbst zu bauen. Hier denke ich, dass wir etwa 15 Hektar pro Jahr brauchen werden, um diesem Zustrom, den wir derzeit erleben, auch gerecht zu werden. Alles, damit Ingolstadt auch ein soziales Ingolstadt bleibt. Herzlichen Dank.